Liebe Geschwister im Herrn Jesum Christum, in der Reihe Prophetie Israel sind wir nun bei Augapfel Gottes. Da die Frage, ist Israel der Augapfel Gottes? Stimmt diese Aussage? Eingesandt von Martin. Lese den Text aus Sacharja 2,12. Denn so spricht Jehova der Heerscharen: Nach der Herrlichkeit hat er mich zu den Nationen gesandt, die euch geplündert haben. Denn wer euch antastet, tastet seinen Augapfel an. Mit seinem Augapfel ist natürlich das Auge dessen gemeint, der Israel antastet. Das wird oft verwechselt, weil oft unbedacht, unkontrolliert, ungeprüft voneinander abgeschrieben wird. Typisch Copy-Paste, nichts Neues. So auch in dem bemerkenswerten Artikel im Glauben-Leben hier. Guter Artikel, aber da diese Aussage ist falsch. Dann noch eine zweite Einsendung. Wer behauptet, in Sacharja 2,12 handelt es sich um das Auge Gottes, behauptet, dass Gott durch die Handlungen der Menschen nicht mehr recht sehe oder er blinde? Beweist und behauptet, dass er nicht in dem näheren und weiteren Kontext liest und mitdenkt. Zu viel und unbedacht abschreiben macht das Herzen blind. Wir wollen uns erlaufend am Wort Gottes messen und abgleichen im Denken und Handeln. Liebe Geschwister, wenn ihr dazu noch weitere Fragen, Hinweise, Korrekturen habt, schreibt das doch gerne in die Kommentarzeile vom YouTube. Im Herrn Jesum Christum einen wunderbaren Tag.